Hallo, mein Name ist Robert. Von München nach Venedig mit Hund, ist das überhaupt zu schaffen? Diese Frage interessiert uns brennend. In 30 Tagen, 500 Kilometer, 40.000 Höhenmeter über die Alpen und dann noch durch den Glutofen der Poebene. Meine Frau Petra, ich und unser vierbeiniger Freund Monsieur Monet wollen es wissen. Wie immer, aller Anfang ist schwer und der Weg der Isar entlang, der zieht sich. Nach 3 Tagen fühlt sich auch unser Zelt an wie das schönste 5-Sterne-Hotel. Von Weitem haben wir sie schon gesehen, jetzt freuen wir uns aber richtig auf die Berge. Ja, da muss man einfach reinspringen. Ab hier am kleinen Ahornboden folgen wir für ca. 100 Kilometer nicht mehr der klassischen München-Venedig-Route. Denn auf der Route über den Schlauchkar-Sattel nach Hall im Tirol ist leider die Übernachtung mit Hund auf einigen Hütten nicht möglich. So wählen wir den Weg über die Falkenhütte zum Lamser Joch runter nach Schwaz, dann wieder hoch zur Raschkogelhütte. An der Südtiroler Grenze am Pfitschner Joch treffen wir dann wieder auf die klassische Route. In Österreich, da gibt's die besten Schnitzel oder doch nur plattes Huhn? So gut! Meine zweibeinigen Freunde stellen sich da aber wirklich ganz kompliziert an, denkt sich wahrscheinlich unser vierbeiniger Freund Monsieur Monet in diesem Augenblick. Nach 10 Tagen haben wir nun ein Drittel unserer Wanderung geschafft und erreichen das Pfitschner Joch. Hier an der Südtiroler Grenze treffen wir auch wieder auf die klassische München-Venedig-Route. Angerichtet! Einmal Spaghetti Bolognese für Monsieur Monet. Diese Wolken sind ja wunderschön, aber sie verheißen nichts Gutes. Schnee im Juli. Wenn wir morgen die Gliederscharte nicht schaffen, heißt das, dass wir unter Umständen für Tagen eingeschlossen sind. Ohne Frühstück los und 9 Stunden vor uns, das kann ja heiter werden. Und just auf 2600 Meter hat uns die Kalbfront eingeholt. Halb Schnee, halb Regen und die Sicht gleich null. Es regnet, aber es macht nichts. Scharte heißt Gliederscharte, wenn man nachher eine Scharte in den Gliedern hat. Ja, nämlich. Gerade noch geschafft,
kaum zu glauben, ein paar hundert Meter tiefer und das schönste Wetter. Wandern ist eine Tätigkeit der Beine und ein Zustand der Seele, sagte einst der deutsche Schriftsteller Josef Hofmiller. Und sollte die Seele manchmal den Beinen nicht folgen können, lassen wir ihr doch die nötige Zeit, um uns wieder einzuholen. To make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know my hands are shaking. Das ist einer dieser Momente, an dem man wirklich froh ist, dass man seinen Kocher dabei hat. Man kann auswählen zwischen einem Pizpalü-Tee, Heulbusch-Tee, einem grünen Tee oder einem Kaffee. Hier an der Maurerberghütte, in der Hälfte unserer Tour, haben wir unseren einzigen Ruhetag bei herrlichem Panorama genossen. Wir können unser Glück kaum fassen, seit Tagen herrliches Kaiserwetter. Nach 280 Kilometer Wandern, keine mentalen Probleme, keine einzige Blase, keinerlei Beschwerden, außer morgens ab und zu schwere Beine. Und unser vierbeiniger Freund Monsieur Monet ist lebhaft wie am ersten Tag. Wir sind auch ein bisschen erstaunt darüber, dass uns unser Gewicht der Rucksäcke bis anhin nicht allzu stark belastet. Das Idealgewicht von ca. 9 Kilogramm konnten wir durch die zusätzliche Belastung von Zelt und Hundefutter nicht erreichen. Petras Rucksackgewicht beträgt 11 Kilogramm und mein Gewicht 15 Kilogramm. Monsieur Monet trägt ca. 1,5 Kilogramm. Seine Hundedecke und ein bisschen Futter und Wasser trägt er als autarker Hund, wie man sieht, mit Stolz. Hallo. Hey, ich bin ans Seil geklettert.
Und wie geht's nach 7 Stunden? Gut geht's. Tipptopp. Das Grödner Joch im Herzen der Dolomiten und für uns der Beginn eines Highlights. Das Herz schlägt höher, die Knie zittern, denn die Besteigung des Piz Bues, der höchste Punkt unserer Wanderung, steht uns bevor. Maskottchen Knut auf dem Rücken von Petra, das drückt natürlich mit seinen 90 Gramm schon ein bisschen. So, auf über 2.900. Super schön da. Juhu. Geschafft, zweimal geschleppert. Und aufgestiegen. Auf hier auf den Berg. Oh. So schön. Ich gebe zu, ich hatte Schiss. Juhu! Nach diesem Schreck erstmal eine kurze Pause, Lager beziehen und hoch zum Gipfel. In diesem Augenblick schlagen unsere Seelen unter dem schützenden Blick der Madonna-Purzelbäume. Steigst du nicht auf die Berge, so siehst du auch nicht in die Ferne. Mit diesen Gedanken begrüßt wohl Petra diesen wunderschönen Morgen. Hei ho, hei ho, wir singen und am Fedaya-Stausee heißt es Rucksack ab und ab ins Wasser.
Übrigens, fast jeder Tag ist auch ein Waschtag. Am Schritt an scheint da jemand ganz schön Muskelkater zu haben. Sonnencreme und dem fragst du vielleicht gerade, wo die Bahn ist. Was heißt denn Bahn? Station del Montagne. Hallo, Chiro. Na, wie geht's euch? Ja, ich ganz witzig, da dieser Ort. Ja, der war lustig. Also du kannst hier ruhig weiter pausen. Ach, hoch. Kurz danach. Ja, sehr lässig. Peter und Jerome am Durchmarschieren. Ja, ja. Die ziehen es durch. Einmal mehr, Monet sieht Wasser. Wanderer treffen sich immer wieder. Hallo, Beate, erzähl mal, wie ging's dir heute so? Wie jeden Abend. Petra sucht sich ein schönes Plätzchen und arbeitet jetzt heute gegenüber der Civetta-Wand an ihrem Buch. Und so lässt jeder den Tag auf seine eigene Art ausklingen. Ich erwarte die letzte Scharte. Die ist dort, an diesem Ort, nix wie fort. Und tschüss. Letzte Scharte, das war ein bisschen voreilig. Heimtückischer Banküberfall. Kaum zu glauben, da knallt diese blöde Bank auf den Knöchel von Peter. Nun heißt es Wunde und Seele pflegen und auf den morgigen Tag warten. Mit geschwollenem Fuß und verunsichert nehmen wir die heutige Etappe in Angriff. So sind wir heute wirklich froh, dass die La Schiara mit unserem Hund definitiv nicht zu machen ist. Hier am Passo del Rhein trennen sich unsere Wege von der offiziellen München-Venedig-Route. Wir wählen den Weg Richtung Forno di Zollo und werden von da an den Bus nach Belluno nehmen. Um den Knöchel von Petra zu schonen, haben wir uns hier in Belluno entschieden, Ballast abzuwerfen. Zelt, Isomatte, Schlafsäcke etc. schicken wir nach Hause. Zufrieden und satt. Ja, genau. Glück hat einen Namen und heute ist dieser Name Steinpilz. Ich glaube, Monet ahnt es bereits, dass der Weg, den ich vorschlug, nicht der richtige sein kann. Oh je, ich habe uns ins Abseits geführt. Und somit müssen zusätzlich 300 Höhenmeter bewältigt werden und das mit Petras Fuß. Da gibt es nur eine Lösung. Tagesetappe abbrechen,
fahrbarer Untersatz organisieren und runter ins Tal in Rewine, einchecken in einem wunderschönen Hotel und als absolute Draufgabe noch Zaungast zu sein bei einer echten italienischen Hochzeit. Tu che mi bevi nel caffè, tu non ogni uomo vedi me, tu che mi porti via con te. Unsere Temperatur ist nach diesem ereignisvollen Tag wieder gesunken, aber die Außentemperatur, die steigt stetig. Die schönen Weinreben lassen es erahnen, wir sind mitten im Prosecco-Gebiet. 420 Kilometer liegen hinter uns und 80 Kilometer in der Po-Ebene noch vor uns. Innamorata, innamorata, innamorata. Molto romantico, questo marino. Was meinst du? Du hast ja noch gar nicht auf dem Tisch. 2 Millionen Papa. Mit genügend Nudeln, Bistecca und Prosecco im Magen läuft sich's auf der Hauptstraße auch wie auf einem einsamen Feldweg. Und zu guter Letzt finden wir in Pieve di Soligo noch ein Hotel mit riesiger Parkanlage, deren einzige Gäste wir sind. Wir haben festgestellt, dass diese paar Extras, die wir uns in den letzten Tagen gegönnt haben, nicht nur der Seele gut getan hat, auch Petras Knöchel erholte sich offensichtlich wunderbar dabei. Leicht wehmütig schauen wir auf die Alpen zurück. Den Entscheid, die Piave-Ebene mit ihren Sehenswürdigkeiten in kleineren Etappen zu durchwandern, zeigt sich als goldrichtig. Nur noch eine Etappe. Die Erleichterung und die Vorfreude ist wohl in allen Gesichtern zu erkennen. È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare. Genau, bei 40 Grad im Schatten geht das ganz schön in die Beine. Wir hatten gedacht, die Alpen seien anstrengend, aber wir wurden eines Besseren belehrt. Auch das Flachland hat es wirklich ganz schön in sich. Pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora qui. Soli, la pelle come un vestito.
soli, nel cuore guarda chi c'è, io e te. Wow, geschafft! Wir sind am Ziel. Wir können es selbst noch nicht fassen. In den 4 Wochen sind wir über 500 Kilometer gewandert, haben dabei 40.000 Höhenmeter bewältigt. In diesem Augenblick sind wir einfach nur glücklich und unendlich stolz auf unsere Leistung. Hatte dieses Abenteuer einen tieferen Sinn? Darauf antworte ich gerne mit den Worten eines Unbekannten. Ich lebe, ich denke, ich schlafe mich aus, ich esse mich satt, ich lache laut oder leise, ich betrachte die Welt mit großen, neugierigen Augen, ich habe Freude, ich erinnere mich an wunderbare Reisen und Erlebnisse, ich höre anderen zu und erzähle selbst gerne. Ich atme tief ein. Glück hat wirklich einen Namen, der Traumfahrt von München nach Venedig im Rudel. Wir haben ihn tatsächlich gemeinsam zu Fuß geschafft. Ich, mein Mann Robert, der die verrückte Idee hatte zu diesem Projekt, und unser tapferer Hund Herr Monet. Euch beiden gilt mein besonderer Dank, ihr wart perfekte Tourguides. Ein mutiges Abenteuer, wertvolle Begegnungen mit interessanten Menschen und unvergessliche Eindrücke und Ausblicke. Vieles, was mir in den 4 Wochen und am Ziel hier in Venedig durch den Kopf ging. Einiges, das ich gerne teilen möchte mit unseren Weggefährten auf der Tour und mit allen, die sich diesen Traum auch einmal selbst erfüllen möchten. Mit oder ohne Hund. Unsere persönliche Traumfahrtgeschichte mit spannenden Augenblicken, humorvollen Anekdoten und nachdenklichen Momenten. Zusammengefasst in meinem Buch. Ein Hund, sein Rudel und 3 Rucksäcke. Übrigens, Scherben bringen wirklich Glück. Ihr wollt wissen, warum? Lest selbst. Ich gebe zu, ich hatte Schiss. Juhu!